Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Tolga Meets. Heute treffe ich zwei sehr charmante, sehr nette junge Menschen und zwar auch noch direkt aus Berlin City, Lisha und Lou. Hello! 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 Ey, voll schön, dass ihr hier seid. Das ist ja quasi das erste Mal in meiner YouTube-Sendung und für Kiss FM natürlich auch im Radio. Wie ist es? Wir haben es extra voll schön für euch gemacht hier. Es ist uns eine Ehre, Tolga. Wie immer. Ja, Mann, ihr habt hier richtig und das cool. Schild ist richtig cool. Ne? Hier sieht es wirklich richtig cool aus und wir freuen uns extrem dabei zu sein. Und du freust dich über das Kackehäufchen, habe ich gesehen. Ja, ich bin es ja, also viel Kacken bin ich gewohnt von Lou und deswegen habe ich mich in den 7 Jahren so dran gewöhnt, dass ich es langsam mag. Wir müssen natürlich mal ein bisschen über eure YouTube-Karriere reden. Überkrass, ihr habt fast 170.000 Abonnenten schon inzwischen und das ja in super kurzer Zeit. Wie kann man das machen? Eine kleine Anleitung für alle, die vielleicht auch YouTube-Stars wie ihr werden wollt. Einfach bleiben, wie man ist. Wirklich, wir haben uns das wirklich vor, wir schneiden nichts raus. Wenn wir mal einen Ausdruck sagen, dann lassen wir es drin. Wenn die Kamera umfällt, schneiden wir das auch nicht raus. Einfach echt bleiben. Ich glaube, das ist wirklich das Rezept, dass die Leute sagen, das will ich mir angucken. Ja, das Ding ist, viele YouTuber heutzutage verstellen sich einfach. Wenn du die privat triffst, sind sie ganz anders. Da ist man erstmal immer ein bisschen geschockt, weil sie in den Videos ganz anders sind. Also bei uns ist es so, wir können das auch gar nicht verstellen. Ich weiß nicht, viele Abonnenten feiern das auch und die sagen immer, krass, dass ihr so seid, wie ihr wirklich seid. Wie ihr wirklich seid. Wie ihr wirklich seid. Guck, und genau das schneiden wir auch nicht raus, weil wir sind ja real. Zum Beispiel, genau. Stellt euch mal gegenseitig vor, für alle, die von Lisha und Lou vielleicht noch nichts gehört haben, du eine kleine Zusammenfassung von seinem Leben und du dann von Lishas Leben. So eine Art kurze Biografie. Okay, liebe Zuschauer, Lou ist mächtig in sich selbst verliebt, steht sehr gerne vorm Spiegel und betrachtet seine Muskeln, gerade jetzt, wo er trainiert. Ich glaube, seine Lieblingsbeschäftigung sind Playstation-Spielen. Er ist gerade voll da drinne und ja, was noch? Tattoos, frech und ein bisschen, na nicht, wie nennt man das denn, nicht doof, tollpatschig? Ist er tollpatschig? Tollpatschig, ja. Und halt ein bisschen hängen geblieben. Also aber auf eine süße Art, so er ist verpeilt und er checkt manchmal so Sachen nicht, aber deswegen liebe ich ihn ja auch. Das war fast süß. Ja, ne, fast. Okay, Lisha. War das meine Beschreibung? Ja, genau. Lisha ist halb Türkin, halb Portugiesin. Sie ist sehr selbstbewusst und mag es gerne mal das letzte Wort zu haben. Nein. Und sie mag es sich zu schminken, wie man sieht. Sie fährt richtig auf Wimpern ab. Und Haare. Und Kaka. Bei Haare gibt es keinen Spaß bei ihr. Genau, und Kaki. Wir werden gleich mal ein bisschen über Beauty generell reden. Du bist ja immer auch sehr ehrlich und bringst auch bald was auf den Markt, habe ich gesehen. Ja. Da reden wir gleich im Detail drüber, aber vorher die kurze, knackige Frage, wie hat YouTube euer Leben verändert? Oh Gott, YouTube hat komplett unser Leben verändert. Das hätten wir auch so extrem, ehrlich gesagt, gar nicht gedacht. Es ist nicht alles positiv, es gibt auch viel Negatives, weil die Zuschauer gerne mal vor der Tür campen und sonntags und in Feiertagen klingeln, so als wären sie die Kripo und dann auch nicht mehr gehen. Aber ansonsten ist es ganz cool. Also ich würde es nicht rückgängig machen wollen, du? Ich auch nicht. Nee, Mann. Es ist einfach anders und wir haben uns so krass dran gewöhnt, dass es gar nicht mehr anders geht. Ja. Was ich bei euch immer ganz cool finde, ihr seid immer sehr strikt, was die Spielregeln angeht, wenn man mit euch spielen will oder beziehungsweise mit euch irgendwie in Kontakt sein will. Da passiert es auch gerne mal, dass einfach die Kommentieren-Funktion ausgestellt wird, wenn sich eure Fans gegenseitig dissen. Das passiert ja ab und zu wirklich mal, ne? Ja, also wir sind da sehr extrem, wir haben auch eine extreme Bindung zu den Zuschauern, ich hasse das Wort Fans. Und ja, wenn die dann der Meinung sind, die streiten sich unter den Beiträgen und beleidigen sich gegenseitig, dann stellen wir ein paar Tage die Kommentare ab. Und dann heißt es irgendwann, bitte, bitte macht sie wieder auf, wir hören auf und dann funktioniert. Also wir erziehen unsere Community eigentlich schon ein bisschen, aber es klappt. So richtig Mama-mäßig schon, ne? Ja. Gehorcht. Du bist krank. Wir wollen euch natürlich ein kleines bisschen besser kennenlernen, ja, für alle, die Lisha und Lou quasi so in ihrem Freundeskreis haben wollen. Jetzt wird's richtig spannend, Freunde. Lisha, du antwortest nämlich so, wie du denkst, dass Lou antworten würde. Jetzt versetze ich mal in ihn hinein und du sagst dann natürlich, ob es stimmt oder nicht. Okay, Lou? Okay. Beyoncés oder Jennifer Lopez Hintern? Lishas Hintern. Ich gucke nicht auf den Hintern von anderen Frauen. Ja, aber. Du Lügner, er wird sogar rot. So ein Lügner, ich schwör's dir, der hat in seinem Kopf schon J-Lo am Shaken. Bo, aber das kannst du doch ehrlich. Nein, er würde es nicht sagen. Er ist so, obwohl ich ihm immer sage, guck dir die geile Frau an. Nee, ich will nicht hingucken.
Krass, richtiger Gentleman. Ja, ne? So muss es sein. Und wenn ich weg bin, zieht er sich wahrscheinlich die Pornos rein, ey. Ja. Ja. Du bist so krank, Mann. Ja gut, er hat es jetzt nicht dementiert, von daher lassen wir das als klares Ja gelten. Döner oder Burger, jetzt right now? Ich bin Türke, natürlich Döner. Right. Ein Tag geschminkt rumlaufen oder im Kleid? Ich glaube, ich würde eher die Schminke nehmen, weil die kann man noch so gut machen, dass man es nicht sieht. Ich würde den Natural Look wählen, aber ein Kleid ist ja sehr auffällig. Richtig. Jetzt wird's richtig hart, Freunde. Eine Woche nicht duschen oder eine Woche die Zähne nicht putzen? Für mich ist beides schlimm, weil ich sehr, sehr gepflegt bin. Aber ich glaube, ich würde das Duschen nehmen und mir mit dem Wasser und dem Shampoo dann den Mund ausspülen. Genau, genau. Woher wusstest du das, Alter? Weil ich dich kenne. Ey, ihr seid voll das gute Team. Ne? Mal gucken, letzte Frage. Justin Bieber in der Sauna nackt treffen, der sitzt dann wirklich genau neben dir, schon fast so Haut an Haut. Oder darf das eher Ilias Mbarek machen? Scheiße. Er würde, also ich bin ja ich, ich würde Justin Bieber wählen, weil ich habe seine Merch nämlich auch und ich würde ihm ein paar Vorschläge machen, auch wenn er nackt wäre, was er da so verbessern kann. Okay, das hätte ich jetzt nicht Wort für Wort, aber ich hätte auch Justin Bieber gewählt. Bist du auch so ein Fanboy? Ja, nicht direkt ein Fanboy, aber ich feiere seine Musik. Willkommen im Club, Alter. Du nicht? Du findest uns peinlich, wa? Ja. Das lassen wir an dieser Stelle so stehen. Lisha, du bist ja wirklich Girl durch und durch. Ne? Du stehst auf Schminke, du stehst auf tolle Haare. Du bringst jetzt tatsächlich bald was auf den Markt. Erzähl mal. Ja, endlich ist es soweit, dass wir, also unser Merch kommt ja, aber daneben kommt auch noch ein Online-Shop mit Lashes und Lipsticks und allem, was wir Frauen halt so lieben und brauchen. Wie ist denn das für dich? Willst du jetzt auch was für die Boys rausbringen demnächst? Oder? Ja, demnächst, aber jetzt nicht so gut. Das Ding ist, bei Frauen ist es immer anders. Die wollen mehr als die Männer. Bei Männern ist es immer genug, wenn man ein Shirt oder Anziehsachen rausbringt, aber Frauen sind richtig, die haben so viele Sachen, die sie wollen, da kannst du gar nicht hinterherkommen. Das kann man also nicht vergleichen, aber für Männer wird definitiv noch was kommen, aber als erstes befriedigen wir die Frauen sozusagen mit den Sachen. Was denn? Ist der Porno noch in deinem Kopf, nein, oder was? Mann. Also Wimpern und so sind doch cool für Frauen. Was war das? Lisha, du bist völlig entsetzt. Was war das gerade für ein Spruch? Zuerst befriedigen aber wir die mal, Frauen. Aber guck mal, wie du denkst, siehst du, das hat doch ganz viele Bedeutungen. Warum muss man es gleich in die das Schiene jeder, ziehen? Jeder, der das gerade sieht, würde das denken, glaub nee, mir. Nee, Torga nicht, guck. Doch, Torga, du auch. Siehst du? Doch, er auch. Er will es nur nicht sagen, weil er zu dir hält. Aber ihr wisst, was ich meine. Frauen haben halt Männer mehrere Sachen, die Männer sie wollen. Männer heutzutage schminken sich auch schon und tragen Fake-Lashes und so. So abwegig ist das gar nicht. Es heißt ja nicht, dass es nur für Frauen ist. Die Männer können sich auch unsere Lipsticks und die Lashes kaufen. Guck, da ist Lisha auf jeden Fall überhaupt nicht sexistisch. Ist für alle. Ja, für ja, alle. Na klar, da können sich alle dran... Ich kenne Männer ohne Scheiß, die schminken sich schon mehr als manche Frauen. Naja, wenn man jetzt auf Instagram, YouTube geht, da sieht man schon einiges. Das, ihr wisst, was ich meine. Und da kann sich jeder dran vergnügen. Ja. Oh oh, die Stimmung kippte. Ich lenke ganz schnell ab. Lisha, was ich ja besonders bei dir immer sehr cool finde, ist, du bist immer sehr ehrlich. Ja, du natürlich auch, aber bei Lisha ist es nochmal so, sie ist dann immer mit Frauen und weiblichen Meinungen sehr ehrlich und erzählt auch immer sehr offen über die Sachen, die sie bei sich machen lässt, ob es jetzt Make-up-technisch ist oder kosmetische Behandlung. Was war denn für dich die allerschlimmste kosmetische Behandlung? Ich habe das ja mitbekommen, aber für alle, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Meinst du jetzt Operation oder meine Lippenverkleinerung? Das war das Schlimmste, was ich... Doch, also ja. Brustoperation war alles cool, war alles leicht. Dann habe ich mir ja solche Schlauchboote ins Gesicht machen lassen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Leute nicht gucken, weil sie es schön finden, sondern weil es einfach nur scheiße aussieht. Und ja, jetzt hatte ich schon meine dritte Lippenverkleinerung und ich brauche wahrscheinlich noch ein oder zwei. Aber das war schon heftig. Also das Rausmachen ist dreimal so teuer und ist auch vom Schmerz her dreimal so aua. Danach sah sie echt katastrophal aus. Ganz viele Nähte im Mund, das war echt eklig. No-go. Also was? Ich kann dir ein Bild schicken, dann kannst du das einblenden. Wenn deine Zuschauer einen Ekelfaktor haben, der sehr hoch ist und die sich nicht auf die Tastatur kotzen, dann kann ich das schicken. Also dann genau right now, jetzt dieses Bild, ansonsten kurz 3 Sekunden die Augen zumachen, ab jetzt. Eklig. Es ist wieder weg, es ist wieder weg. Es ist weg.
Aber du meintest ja, das Wegmachen war deutlich schmerzhafter und auch kostenspieliger, ne? Ja, also das Reinmachen, da habe ich mir damals 9 Spritzen reinhauen lassen. Und das ist ein permanentes Zeug, was heute Gott sei Dank verboten ist. Und trotzdem ich die Videos mache und die Weiber warne, kommen sie wirklich und fragen, welcher Arzt den Scheiß gemacht hat. Aber ja, also das Reinmachen hat mir insgesamt mit 400 Euro, glaube ich, habe ich pro Spritze bezahlt 3000 Euro. Und das Rausmachen, da bin ich jetzt schon bei 9000. Krass, also doppelt, dreifach und unendlich mal drüber nachdenken. Oh ja. Deswegen immer 3x, 10x nachdenken, bevor man was macht, damit man später keine Probleme hat. Ja. Wenn man so viele Fans hat wie ihr, gibt es natürlich auch viele Fans, die tolle Sachen zu einem sagen, aber auch ein paar, die vielleicht blöd sind oder fies, die werden wahrscheinlich gleich deaktiviert und blockiert. Was war denn so das Bescheuerste, was jemals irgendjemand zu euch gesagt hat, so auf Instagram oder YouTube? Oh Gott, was sollen wir von all dem jetzt als das Bescheuertste raussuchen? Das ist wirklich sehr schwer, was du gerade fragst, weil es waren so viele Sachen, wo man wirklich, sie ruft zum Beispiel und wirklich stundenlang über einen Kommentar lacht, wo man es gar nicht verstehen kann, wie sowas zustande kommt. Na, du meinst jetzt aber vom Hate her, ne? Nicht von lustig her, Hate. Okay. Hate? Boah, da kommen ja täglich viele Sachen rein. Ja, übertreib nicht. Na, viele nicht, aber na klar, du kannst ja nicht zwischen, ich muss sagen, es ist sehr wenig Hate, aber wenn Hate kommt, dann ist es richtige Hate. Genau. Aber so, ja, was immer typisch ist, oh mein Gott, Lisha, du bist viel zu männlich von deiner Art her und was kommt noch alles? Wir sind asoziale Gangster und wir sollen unseren YouTube-Kanal löschen, weil wir da nichts zu suchen haben. Ja, manchmal sagen die, wir sind Knastis, weil wir einfach nur unsere Meinung sagen. Ja. Also so richtig sinnlose Sachen. Und das immer nur von Leuten, die gar kein Bild drin haben und der Account wurde so vor ein paar Minuten erstellt. Ja, also vielleicht Family and Friends, die... Du lachst drüber, ich schwöre ja, es dir, wir hatten monatelang einen wirklich ganz, ganz bösen Hater und Stalker und am Ende habe ich rausbekommen, dass das jemand war, der ganz eng von meiner Familie ist, mit dem ich jeden Tag an einem Tisch gesessen und gegessen habe. Oh ja, du weißt ja, du bist ein Miststück, ich hasse dich. Und das ist krass, deswegen, das ist auch wirklich immer so und ich schwöre es euch, es ist so, die euch am meisten haten, sind Leute, die euch kennen, die euch jeden Tag über den Weg laufen und sagen, hey, wie geht's dir? Und dann geht's an den Computer, du Dreck, du Arsch, du weiß ich nicht was. Vielleicht sogar eure besten Freunde. Oh Gott, das ist natürlich erschreckend. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte noch abschließend auf einen Beef-Moment eingehen und zwar mit Stichwort Nessa Rose. Oh, wer ist diese Frau, was habt ihr mit ihr zu tun und warum ist da so krass Beef entstanden online? Also Nessa Rose ist ein Mädchen, auch YouTuberin, die mich früher angeschrieben hat, mit der ich eigentlich ganz gut im Kontakt war. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass wir einfach nicht auf einer Wellenlänge sind, weil die hatte mehr Abonnenten als wir damals und war extrem abgehoben und sagte wirklich, sie ist, weiß ich nicht wer. Und da habe ich gesagt, komm, lass. Mittlerweile haben wir viel mehr Abos als sie, warum auch immer. Wahrscheinlich haben es die Zuschauer auch gemerkt. Nein, Quatsch. Nein, auf jeden Fall. Wie hat denn das angefangen eigentlich? Sie hat immer irgendwelche Sachen 1:1 kopiert. Ja, stimmt. Wenn ich zum Beispiel, ich habe mir einen Waist-Trainer bestellt, habe geschrieben, Kurven sind das Beste, was es gibt. Eine Woche später genau derselbe Post. In Videos sage ich Sachen und sie kopiert das 1:1. Und so ging das ein Jahr. Und irgendwann habe ich gesagt, Mädel, es reicht. Hast du eigentlich keine eigene, wie heißt das, Persönlichkeit, ja, dass du jedes Mal jemanden kopieren musst? Und so hat es dann, ich habe es ihr privat geschrieben, weil ich kannte sie ja. Und sie hat das dann öffentlich gemacht. Und dann muss sie damit rechnen, dass ich dann auch öffentlich zurückschlage. Das war aber wirklich nicht normal. Das Video war 1:1 nachgemacht. Sogar der Schluss, wo man mit dem Föhn die Haare föhnt. Alles in derselben Position. Es war ja nicht nur komplett einmal dasselbe an. Es war krank. Wirklich, es war krank, dass sich ein Mensch sowas traut. Weil es ist ja beides in der Öffentlichkeit. Du musst ja damit rechnen, dass die Leute kommen und sagen, ey, hier ist doch dasselbe Video. What the fuck? Anscheinend war es ihr scheißegal. Aber das heißt ja eigentlich nur, dass ihr irgendwas richtig macht, wenn Leute euch kopieren, ne? Aber so extrem. Also zum Beispiel, ich bin ja jemand, ich liebe Beyoncé über alles. Das ist für mich die schönste Frau der Welt. Ich würde jetzt aber niemals anfangen, mich anzuziehen wie sie. Nur weil sie das hat, muss ich jetzt zu H&M und das kaufen oder reden, was sie redet. Ich finde, wenn es wirklich schon anfängt, dass ich zum Beispiel ein Video mache, wo ich wirklich meine Meinung über ein wichtiges Thema sage und sie genau diese Sätze 1:1 aufschnappt und sie als ihre verkauft in einem anderen Video, dann finde ich das schon ziemlich krank. Billig geklaut, könnte man fast schon sagen, ne? Das ist wirklich billige Kopie, ist wirklich das richtige Wort. Mach dich auf was so gefasst, Holger, wenn du jetzt YouTube machst
dann viel Glück. Aber die viele Kopien. Aber die müssen erstmal die Gäste kriegen wie ich. Oh, das stimmt. Oh, und das wird richtig schwer. Gesessen. Ja. Der war gut. Ihr macht natürlich auch super viel Sport. Ihr hattet eine Zeit lang so eine richtig krasse Sporty-Phase. Habe ich natürlich auch verfolgt. Richtig schön fleißig. Seid ihr immer noch mit dabei, ja? Woche. Ja, klar. Wir haben ja eine 12-Monate-Transformation. Gerade sind wir drinne. Und wir haben jetzt 8 Monate hinter uns und müssen noch 4. Und wir sind da richtig hart drinne. Und in 4 Monaten gibt es die Vorher-Nachher-Ergebnisse. Und ja. Die werden krass? Ja. Also so unter Kleidung und so merkt man und sieht man das immer nicht, aber ist schon heftig, wie sich der Körper verändert. Nicht nur, dass man abnimmt und alles straffer wird, die komplette Form, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, wie Körper sich durch Sport ändern. Die Klamotten sitzen auch ganz anders. Ja, normal, wenn man abnimmt und so. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in meinen Interviews Beziehungen kaputt mache. Könnt ihr euch einfach, damit die Zuschauer das Gefühl haben, dass ich trotzdem ein netter Gastgeber bin, euch kurz küssen und so... Ja, ist gut. Okay, die Liebe ist noch da. Ja, die Liebe ist und bleibt. Aber wir sind aber ganz froh, dass wir nicht so ein Paar sind, was immer vor der Kamera sitzt und jedem zeigt, wie glücklich wir doch sind. Das gehört nicht vor die Kamera. Olga, das Ding ist, die Leute, die vor der Kamera wirklich die ganze Zeit rum sich abschlecken und einen auf richtig, ja genau, das sind die wirklich, ohne Scheiß, die privat einfach die Beziehung am Ende ist. Das haben wir schon so oft gesehen und so oft gemerkt. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, es war sehr schön, dass ihr hier wart. Beruflich weiterhin alles gut und wir sehen uns beim Kiss Cup. Und es ist so toll, dass ihr mit dabei seid wieder. Baba. Wollt ihr noch kurz irgendwas sagen, abschließend für alle, die gerade zugucken? Das letzte Wort hast du. Ja, Leute, abonniert fleißig Tolga und dürfen wir das Video eigentlich auch so ein bisschen rausholen und bei uns zeigen, dass sie zu dir kommen sollen und so? Bitte, freue ich mich natürlich. Copyrighten dürft ihr nicht, ja echt? Ja klar, ihr dürft damit alles machen, Hauptsache ich werde reich und berühmt. Ja, das. Okay, Leute, so viel dazu. Tschüss. Reich und berühmt. Ja.